Hi, wir sind wieder im Hardcore-Projekt. Yay. Bobo versucht sich, so lange wie es geht, hier zu überleben. Und wie ihr sehen könnt, es ist immer noch Nacht und es ist weit und breit keine Spinne in Sicht. Ich glaube, wir gehen schlafen. Und ja, legen wir doch einfach mal los. Und ich werde jetzt mal mein Bettchen hier irgendwie hinsetzen. Moment. Wir gehen schlafen. Ich habe ja auch noch gar keine Mütze auf und ein neuer Tag, neues Glück. Und wir schauen mal, was wir dann noch so machen können. Wir werden mal gucken. Also eine Pickaxe habe ich noch. Wir hatten 19 Eisen. Sehr schön. Und die machen wir noch kaputt. Und wie gesagt, mir fehlt immer noch eine Mütze. So, dann schleichen wir uns mal so ganz langsam wieder raus hier. Wir sind jetzt mittlerweile beim 10. Tag angekommen. So, Luft frei hier. Dann noch aus. Oh, was für ein schöner sonniger Tag hier. Mann, Mann. Okay. Wir werden mal den Kobbel. Ach, den müssen wir ja zum Steinmetz bringen. Stimmt ja. Okay, dann können wir nämlich gleich mal schauen, was. Ah, hier liegt überall Zombiefleisch rum. Meinen Golems geht's gut. Sehr schön. Dann werden wir gleich hier mal Bäumchen fällen. So. Unseren wunderschönen Bogenvillager ein bisschen zum Handeln animieren. So, wir schauen mal. Pfeile habe ich noch genug. Das ist gut. Dann haben wir hier unsere Feuersteine. Dann können wir schon mal das Eisen hier reinschmeißen. Haben wir mal gar nicht so viel. Aber wir hätten dann schon mal die ersten Eisendinge. Das ist gar nicht schlecht. So, dann gehen wir mal rüber zu unserem anderen und werden dort mal den Kobbel hin platzieren. Ihr seht, das ist eine ganze Menge. Dann habe ich hier Sand, Diorit, noch mehr Kies, Granit und Andes. So, und Leder haben wir leider immer noch zwei. Okay, wir haben schon mal die ersten Steine hier. Dann schmeißen wir mal den nächsten. Das nächste Zeug rein. Steine packen wir hier an. So, weil wir brauchen ja Bausteine. Weil wir wollen ja hier was schöner machen. So, mein Essen. Was ich nicht brauche. Ich habe noch genügend Zeug. So, drei Leder haben wir schon. Toll. Okay. Da kommen wir auch noch nicht so weit. Gut, ich werde jetzt erstmal die Bäume fällen. Wieder ein bisschen Sticks besorgen, weil ich bin so gespannt, ob er uns einen verzauberten Bogen vielleicht verkauft. Und wir müssen auf jeden Fall heute mal Zuckerrohr anpflanzen. Wir haben so viel zu tun, das ist Wahnsinn, wenn man hier so alleine ist. Sonst als Team, wie gesagt, kann man sich das so ein bisschen aufteilen. Aber hier funktioniert das ja nicht. Hier bin ich ganz alleine auf mich gestellt. So. Den einzigen, den wir stehen lassen, ist der ganz große Baum hier. Oder vielleicht holzen wir den auch noch mal ab. Ja, erstmal die ganzen anderen hier weg. Und dann müssen wir uns nämlich mal Gedanken machen über die Berufe. Also was ich auf jeden Fall brauche. Sind Bibliothekare. Wahrscheinlich nicht nur ein, sondern ein paar mehr. Und dafür brauche ich halt Zuckerrohre, weil wir müssen ja sehen, dass wir hier irgendwie. Ich muss mal kurz gucken, ob hier noch Holz drin ist. Das ist auch noch ein großer Baum, okay. Und dann müssen wir mal gucken. Wie gesagt, Zuckerrohr. Vielleicht gehen wir heute auch ein bisschen auf Wanderschaft, weil ich brauche ja immer noch so eine Spinne.
bisschen einsammeln hier. Muss ja gleich wieder einpflanzen. Spinnenbeben, wie gesagt, wir brauchen Baugerüste und all solche Scherze. Und ja, das ist ein bisschen tricky. Aber wir brauchen halt die Sachen. Also, mal gucken. Der ploppt weg. Sehr schön. Hier sind die nächsten hochgeploppt. Und dann schauen wir mal, ob unser lieber kleiner Bogner nämlich wieder bereit ist, neue Sticks anzunehmen. Dass wir den zumindest schon mal hochgetradet haben. Alles einsammeln. Dann noch Sticks. Setzlinge. Da können wir schon wieder mal neue Setzlinge hin posten. Ab. Ab. Äpfel und Sticks. Setzlinge. Wie gesagt, man kann ja hier so viel wie man will hin positionieren, weil die wachsen dann alle nacheinander notfalls. Was ja auch nicht das Schlechteste ist, weil sonst geht uns das Holz nie aus und wir müssen halt nicht so warten. Dann packen wir hier nochmal einen rein. X. Diese habe ich jetzt Tinte in meiner Hand. Na ja, da können wir uns ja so eine Chronik dann machen. Ich habe da hinten schon Zuckerrohr gesehen, das werden wir uns gleich holen und hier mal so ein bisschen anpflanzen. Ah, überall. Bäumchen. Hier haben wir ja auch noch Zuckerrohr. So, okay. Dann gehen wir uns mal den Zuckerrohr hier organisieren und pflanzen den hier sozusagen gleich hier wieder an. War alles eingesammelt? Noch mal rum. Oh. Ich glaube, das war's jetzt. Wir haben mal gleich noch mehr Bäume, aber die lassen wir stehen. Okay, dann gehen wir mal und mal. Bleiben Sie mal hier. Hallo. So schnell bin ich nicht. Okay, wieder das ganze Holz und Holz in ganz viel X. So. Wo ist er denn? Hallo? Rennen Sie doch nicht weg, junger Mann. Sagen Sie mal. Hallo? Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Er macht mich fertig, dieser Mensch. Ach, da vorne. Danke, kleiner Mann. Ich hab schon gesehen. So. Okay. Na, er ist ja schon einigermaßen runtergegangen. Ja. Ja, das ist ja auch das Praktische, dass er dann runtergeht. Vor allem bekommen wir hier schöne Emeralds, um halt andere Dinge wieder zu kaufen. Aber ich will jetzt auch keine 100.000 Armbrüste kaufen. Also müssen wir die Stöckchen nehmen. Ah, das fängt schon wieder übelst an hier. Okay, Bögen verkauft er für ein. Wir nehmen mal Armbrüste. Wenn wir den vielleicht ein bisschen schneller dazu Dinger zu traden. Oh. Okay, er hat geblubbert.
Dann schauen wir doch mal. Stärke 2 Bogen. 20 Emeralds. Boah. Das ist ganz schön unverschämt, weißt du das? Ganz schön unverschämt. Ah, wir werden uns noch ein bisschen organisieren hier. Ah, die behalten wir erstmal über. So, okay. Also, wir haben jetzt Stärke 2 Bogen. Das ist, naja, moderate Preise immer noch, weil 20 Emeralds sind doch eine Menge. Und es wird schon wieder Nacht. Und wir können ja hier nochmal die Reste hier einsammeln. Was? Gut, okay, dann schauen wir mal. Ja, ich brauche ja auch neues Werkzeug und dein Ernst, dass du hier in meinem Bett schläfst? Nein, wollen wir nicht. So, okay, dann werden wir mal zusehen. Das heißt, ich werde die hier reinmachen. Dann haben wir jetzt sowas. Wir haben Apfel. Die Setzlinge packe ich jetzt mal hier hin. Jetzt haben wir hier so viele Waffen noch. Brauchen bald wieder neue Kisten. So. So viele Pfeile brauche ich auch nicht. Okay. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir jetzt noch mehr Eisen finden. Wir haben jetzt 19 Eisen. So, den würde ich mal vorschlagen, dass wir eine Eisenspitzhacke uns schon mal organisieren. So. Dann nehmen wir schon mal einen Helm. Dann ein Weibchen. So, und dann müssen wir nämlich sehen, dass wir jetzt weiter hier irgendwie oh, ich habe ja noch 6. Da kriegen wir doch noch. Haltet mal. Ein paar Schuhe. Ein paar Eisenschuhe. Dann fehlt uns ja eigentlich nur noch eine Hose. Und dann nehmen wir noch ein Eisenschwert. So, dann haben wir unser Kontingent hier mehr oder weniger aufgebraucht. Okay. Dann packen wir das. Nehmen wir als Ersatz. Ich gerade über X. Okay, dann müssen wir gleich noch mal rüber uns Sachen machen. Nehmen wir uns erstmal an. Heißt, uns fehlen jetzt eigentlich nur noch eine Hose. Okay, dann brauchen wir so eine Axt. Können wir hier auch schon mal reinschmeißen. Okay, ich bräuchte mal Kobbel. Ah ja. Boah. Einmal Kobbel nehmen wir uns mit. Und dann werden wir so ein bisschen mal heute in der Umgebung herumstreuen und mal schauen, was wir da so an Dingen bekommen. So, ich habe mein Bett, ich habe mein Boot, ich habe mein Brot. Ich habe ein bisschen Zeug hier. Und kann noch ein bisschen Brot nachmachen. Mal ein bisschen Brot nach. Also wenn ich etwas habe, ist ja Heu für Brot. So, haben wir fast ein Stack Brot. Das ist so. Ich habe hier übrigens keine. Sagt schon. Ich habe hier übrigens keine Grabsteine. Warum? Okay. Gut. Axt haben wir drinne. Das haben. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Holz. Nehmen wir mal den Baum hier vorne mit wegen Sticks. Oh, jetzt mal Werkbank oder irgendwas noch brauchen.
Okay, und dann gehen wir jetzt uns mal Zuckerrohr besorgen. Wir gucken uns ein bisschen um, was es hier so in der Umgebung gibt. Ich bin am Überlegen, ob wir hier hinten weggehen. Ich erinnere mich nämlich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz dran, wo wir herkamen. Wir haben auf jeden Fall hier noch einen Bauern. Okay. Gut, weil den Markierungspunkt habe ich mir ja gesetzt. Von daher kann da nichts mehr schief gehen. Und wir gehen jetzt hier einfach mal ein bisschen laufen und schauen mal, ob wir hier irgendwas Nettes bekommen. Weil da hinten ist ja noch mehr Wasser und vielleicht schon mal Glück. Laufen mal so ein bisschen an der Küste lang. Reicht doch. Finden wir ja Eisen oder sowas. Wir wissen es nicht. Da. Okay, dann schauen wir mal ein bisschen. Was wir hier so finden. Also auf jeden Fall finden wir Hühner. Hühner können wir mitnehmen. Ich brauche Federn. Nein, die brauchen wir nicht. Was erzähle ich da? Wir brauchen doch gar keine Federn. Wir haben noch einen Bogen, ne? So, okay. Wir werden mal ein bisschen hier rumlaufen. Ich habe gesehen, da drüben ist Tatsache noch ein Dorf. Auf der anderen Seite. Und ich würde mal sagen, wir statten denen mal einen Besuch ab. Vielleicht haben wir ja zufälligerweise dort die Berufe, die wir bei uns nicht haben. Oder ist es das Dorf, was wir gefunden haben zuerst? Weiß das gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Aber wir gehen da einfach mal hin und schauen mal nach. In dem wunderschönen Dorf. Gibt's auch so steinmäßig was? Aber wir schauen mal. Okay, da unten gibt es Kohle. Doch Eisen. Hallo? Hier Eisen. Geht nicht so nach. Doch, da oben. Okay. Okay. Eisen. Okay, haben wir irgendwelche. Wir haben Blöcke. Sehr schön. Okay, dann stecken wir uns mal hoch und besorgen uns dann mal das Eisen. Oh, da ist es. Dann noch mehr. Ja, noch mehr. Wie gesagt, Mission Eisen und Dinge holen, die wir brauchen. Also wie Kohle, all solche Dinge. Kohle, Eisen. Zucker, Zuckerrohr. Aber Bambus finden weiß ich nicht. Könnte schwierig werden. Aber Kühe zum Beispiel für Leder. Aber Leder brauchen wir mittlerweile auch nicht mehr, weil ich habe ja Eisen. Also gut, okay. Wir suchen Eisen, Kohle. Eisen, Kohle und Zuckerrohr. Und natürlich suchen wir hier ein bisschen die Dörfer ab. So, und schauen wir hier mal. Finden. Es geht. Oh Gott. Nein. Wir sind weg. Da fühle ich mich noch ein bisschen zu schwächlich. Das lassen wir mal lieber. Das können wir immer noch machen, wenn wir halt unsere ersten Diamanten und so gefunden haben. Wenn wir unsere ersten Verzauberungen haben. Dann werden wir natürlich auch das Risiko auf uns nehmen und Höhlen besuchen und vielleicht mal den Warden ein bisschen ärgern. Mal schauen. So, jetzt gucke ich mich erstmal hier um in dem Dorf. Ich weiß Tatsache nicht, ob wir hier waren. Ich weiß es nicht. Türen sind auf jeden Fall geschlossen. Okay, ach, Kartoffeln, das sieht sehr danach aus, als wenn es das Dorf war, wo wir waren. Hier hat ja gar keiner einen Beruf von euch. So, dann schauen wir doch mal. Okay, wir können schon mal ein Buch mitnehmen. Wir lassen mal das zurück hier und das. Das. So, okay.
Okay, weil das brauche ich nicht wirklich. So, schauen wir mal. Hier ist auch noch ein großes Haus. Mal schauen. Ja, wir waren definitiv hier. Das ist jetzt sicher, dass wir hier schon waren. Okay, wir haben schon 17 Uhr. Also schauen wir uns jetzt noch die restlichen Häuser an und dann. Ja, gehen wir hier eine Runde übernachten und dann schauen wir mal, was wir hier noch so finden. Sind auch noch Häuser, aber die haben hier gar keine Berufung. Das ist ein bisschen schade, weil wir suchen ja hier so ein bisschen Zeug, was wir mitnehmen können. Na gut, dann warten wir halt einen Augenblick. Bei Eisen und sowas haben die ja hier nicht, glaube ich. Aber Kühe. Obwohl Leder brauche ich jetzt auch erstmal nicht so wirklich. Wir gehen mal hier oben. Nein. Hier hat man auch das Heu geholt. Ich erinnere mich. Okay, gut. Dann gehen wir hier schlafen. Ja. Eins. Nichts. Ah. So, okay, dann machen wir uns sozusagen jetzt weiter auf den Weg. Ich schaue jetzt mal doch auf die Map, wo wir langlaufen könnten. Also da oben sind wir zu Hause. Wir könnten uns mal ein bisschen Richtung Osten bewegen. Osten ist da lang. Und es ist früh am Morgen und Morgenstund hat Gold im Mund. Sagt man ja. Okay, dann schauen wir mal. Ich glaube, hier hatten wir auch schon geguckt, ob da irgendwas ist. Genau, das war dieser Rieseneingang da. Bei der einen Höhle. Okay. Das heißt, wir werden uns jetzt ein bisschen hier auf dem Festland noch ein bisschen bewegen und schauen, weil hier gibt es ja doch noch irgendwelche Steinplattformen oder Höhlen oder was auch immer, wo wir dann mal gucken können, ob wir Eisen finden. Ich habe zwar meine schöne Mine, aber wie gesagt, das sieht interessant aus da drüben. Wir gehen mal dahin, schauen mal. Das ist doch eine Information. Vielleicht haben wir Glück und wir finden hier so ein bisschen Eisen. Ja, toll. Immer an Stellen, wo man so richtig bescheiden rankommt. Okay, da geht es auch in eine Höhle rein. Aber wegen einem Eisen jetzt da reinklettern, habe ich auch so wirklich Lust. Man kommt zwar hier rein, aber. Kohle haben wir hier, da ist Kohle. Und ein Eisen. Also wegen einem Eisen jetzt da reinklettern. Das brauchen wir nicht. Das ist doch ein bisschen Risiko. Ein bisschen zu viel Risiko für meinen Geschmack. Also werden wir jetzt weiter uns aufmachen zur Küste und mal so ein bisschen schauen, was wir hier noch so finden. So einen kleinen Bogen mal laufen, einfach mal gucken. Ob wir hier. Ja, Wolle gibt es hier eine ganze Menge. Hier geht die Schlucht noch weiter, habe ich das Gefühl. Ja, aber auch kein Eisen. Okay. Spinnen wären auch mal ganz gut. Aber ich habe die Befürchtung, bevor ich hier Spinnen finde, dass wir da eher tot gehen werden. Also wie gesagt, Hardcore ist ja immer eine andere Hausnummer. Und ich will natürlich ein bisschen länger hier bleiben. Hier gibt es so eine Steilküste. Okay. Einfach mal gucken, ob wir hier irgendwie auch andere Dinge noch finden. Es gibt auf jeden Fall hier viel Eichen und dergleichen. Ein schöner Reim. Okay.
Okay, wir schauen mal weiter. Auf jeden Fall gibt es hier schöne Blumen. Das heißt, das merken wir uns einfach mal, wenn wir das Dorf dann dekorieren wollen. Haben wir hier ein Blumenbiom. Das ist ja nicht mal schlecht. Aber so wirklich spannend, weißen Farbstoff haben wir hier. Also ich denke ja auch immer an Farbstoff. Und ganz viele Tulpen haben wir hier. Ja. Das ist ja eine Menge, aber nicht das, was ich so. Also Zuckerrohr und so und Eisen habe ich bis jetzt noch wirklich gesehen. Auf jeden Fall habe ich schon Lava gehört. Ja, auch nicht schlecht. Das sieht ja auch sehr interessant aus. Und das sieht aus, als wäre irgendwo. Port. Eventuell. Aber ich schaue uns mal das Steinzeug hier an. Ich habe ja Glück. Ah. Aber Eisen kriegt man doch eher bei uns in der Mine. Das sieht alles eisenlos aus. Und da unten geht relativ tief rein. Okay, gut. So, dann laufen wir einfach weiter und schauen mal weiter, was auftun. Hier wäre so eine kleine Höhle am liebsten. Ob wir halt ein paar Dinge finden können, aber so Spinnen halt. Hier geht's. Da. Und überall diese Erdspalten. Das scheint eine ziemlich große Höhlenanlage da unten zu sein. Hier, da sehe ich auch wieder Stein. Hallo Schweinchen. Sand gibt es hier in rauen Mengen da vorne. Und schau mal hier mal. Auf jeden Fall sehe ich da Kohle. Stein. Da oben. Ja. Der Klettermann. Das sollen wir auch anders machen. Alles nur um ein Eisen zu kriegen. Na gut, zwei Eisen. Immerhin. Okay, dann wieder vorsichtig da hoch. Nicht runterfallen, ich geh mal lieber. Okay. Da drüben ist noch mal so eine Steinformation. Doch etwas steil auch. Gut, dass wir ein Bett mit haben, falls die Reise doch ein bisschen länger dauert. Hallo Schaf. Eieiei, jetzt sind die Beine auch noch reingefallen. Das sieht aber auch nicht nach ein. Okay. Als wird mal nichts anderes übrig bleiben, als doch wieder eine Runde Mining zu betreiben. Es sei denn, wir haben jetzt hier noch irgendwie noch ein bisschen mehr Glück. Wir werden mal an der Küste langlaufen, gegen Zuckerrohr. Dass wir wenigstens das machen, da drüben ist Zuckerrohr. Hier ist aber auch Zuckerrohr auf der Seite, das geht schon.
Oder? Oh. Gesagt, manchmal hat man ja Glück, dass unter der Kohle sich Eisen versteckt. Aber ich wag da nicht. Wir haben es auch schon wieder fast abends. So, ich würde mal sagen, wir holen uns jetzt das Zuckerrohr. Und dann schauen wir mal. Dass wir einfach da schneller vorankommen. Ja, doch einiges rum zum Glück. Vergessen. Ah, jetzt bin ich auch noch ins Wasser gefallen. Toll. Wahnsinn. Ja, lacht mal. Lacht nicht aus. So, jetzt latschen wir hier erstmal an der Küste weiter, wie gesagt, und gucken mal, ob wir hier noch ein bisschen mehr Zuckerrohr auftreiben und dann machen gehe ich nach Hause. Und dann müssen wir wieder doch wieder Mining betreiben, um Dinge zu bekommen. Okay, wir werden hier einfach mal mit dem Bütchen übersetzen. Kleine Insel. Okay. Okay. Ist ja nicht das Schlechteste. Aber ich würde sagen, wir gehen hier mal eine Runde schlafen gleich. Ja. Wie gesagt, Zuckerrohr und dergleichen ist nicht so das Problem hier. Pferdchen auf der Insel. So, dann gehen wir mal weiter. Werden hier noch ein bisschen das Zuckerrohr abbauen und dann uns Heimat auf den Weg machen. So. Abholzen. Gut, also Zuckerrohr haben wir schon ein ganzes Stückchen. Jetzt werden wir einfach Richtung Heimat rüberfahren. Dann noch ein bisschen das Zuckerrohr einsammeln, was dann so auf dem Weg noch kommt. Und noch ein bisschen. Oh. Klapp, klapp. Einer. Gibt es eine tiefe Schlucht? Okay. Aber noch habe ich nicht wirklich was. Ah. Wo jetzt mein Leben riskieren muss ich auch nicht unbedingt haben. Gut, okay. Weiter geht's. Gut, dann sind wir hier mehr oder weniger wieder an unserem Strand. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, wir kommen diesmal von der Seite, wo diese Steinplattform ist. Hier vorne seht ihr so. Da ist noch ganz viel, wo wir nachgucken können jetzt. Weil ich hatte ja hier noch nicht alles wirklich abgesucht. Und vor allem die Kohle haben wir ja hier auch noch nicht rausgeholt. Dann werden wir das nämlich jetzt mal machen, weil Kohle brauche ich eine ganze Menge, weil wir brauchen ja auch eine ganze Menge an Baumaterialien. An Steinen und was alles. Also muss nicht unbedingt jetzt die Kohle sein, die da unten im Wasser drin liegt. Die hier werden wir mitnehmen. So. Hier nochmal. Noch cooler.
besonders viel nicht, aber für unsere Zwecke reicht. So, dann schauen wir nochmal weiter an der Küste nach. Oh, was sind meine glänzenden Augen? Eisen. Unten auch noch Eisen. Sehr schön. Okay, das sind sogar mehrere wieder. Naja, zwei. Kleinvieh macht auch Mist. Okay, da ist noch ein Eisen. Sehr schön. Das sind sogar drei diesmal. Sehr schön. Das, da kommt Freude auf. So, hier haben wir noch mehr Kohle. Auf jeden Fall freut mich das, weil wir dadurch natürlich die Level zusammenkriegen, die wir später dann fürs Zaubern brauchen, so Dinge zu verzaubern, auch wenn ich versuche, das meiste übers Traden diesmal hinzubekommen. Und mir die lieben Villager zu untertan mache. Da vorne ist unser Dorf. So, dann schauen wir mal hier unten nach. Eieiei. Okay. Also hier haben wir auf jeden Fall einen Wasserfall. Es geht da ziemlich runter, okay. Und Wasserrutschen haben wir hier. Kohle haben wir hier noch. Okay. Ja, aller Anfang ist schwer, wie ihr wisst. Also, ich bin ja auch nicht so der ich renne durchs Spiel Mensch, sondern ich mache das hier alles gemütlich. Und setzen wir mal so kleine Ziele, die ich erfüllen muss. Scheint auch kein Eisen mehr zu sein. Da gehen wir gleich lang, aber ich glaube, den Bereich hatte ich ja über schon mehr oder weniger abgesucht. Ich möchte nämlich ungern meine Eisenaxt dafür verwenden, weil die werden wir noch brauchen, am Diamant zu. Was ja auch nicht das Schlechteste. Also werde ich jetzt die Axt hier noch benutzen, um Kohle abzubauen. Und den schauen wir mal. So, Kohle haben wir. Hier ist ganz viel Kies. Auch nicht das Schlechteste, wenn hier so Kies ist. Da könnte natürlich sich auch was drunter verstecken. Hier noch mit. Haben wir auch noch alle Steine, die wir notfalls nehmen können, wenn jetzt unser Pickaxe den Geist aufgeben wird. Ich warte förmlich drauf. Ich wusste es. Okay. So, okay, dann nehmen wir einfach mal kurz Eisenspitzhacke. Machen uns jetzt auf den Weg nach Hause. Es sei denn, ich finde jetzt hier noch Eisen. Das werden wir natürlich dann noch ausbuddeln, aber Kohle und dergleichen haben wir jetzt genug. Ihr seht, hier ist Unmengen noch an Kohle auf dieser wunderschönen Ebene, was ja nicht schlecht ist, falls wir unten doch keine finden. Aber wenn wir halt in den Untergrund gehen wollen, in die Mine, brauche ich halt viele, viele, viele Fackeln. Und so, gut, dann werden wir jetzt erstmal das ganze Zuckerrohr weiterhin anpflanzen. Da haben wir ja eine Menge zumindest. Das sammelt. Oh. Schauen wir mal. 31, ja. Da lässt sich schon was mit anfangen. Das heißt, ich werde jetzt überall quasi am Wasser dezent Rohr pflanzen. Egal, wo es geht.
Oh. Überall. Ein bisschen Rohr. Ja, dann haben wir alles. Bäumchen sind auch schon wieder gut gewachsen. Mal gleich mit. Weil wenn wir Glück haben, ist der Bogen da wieder bereit und nehmt uns wieder ein Stückchen ab. Einmal kommt er hier gar nicht mehr durch. Was ja nun auch nicht für die Villager so toll ist, weil die hier nicht mehr durchkommen. Ein bisschen viel Bäume hier. Okay. Aber wir brauchen ja auch Baumaterialien. Also ist ja nicht so ganz so sinnlos. Haha. Ja, das ist ja ganz schön viel zu erzählen hier. So, wenn wir die hier mal alle abklustern. Ja, die. Bei den anderen lasse ich als Notfallbäume stehen. Es wird schon wieder Nacht. Mann, gehen die Tage hier schnell vorbei. Ja, schon den 13. Tag. Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so lange jetzt das schon überleben. Okay. Dass wir pünktlich ins Bettchen kommen und danach mit unserem Willi traden können. Gut, okay, dann gehen wir mal ins Häuschen. So, können gleich ins Bettchen gehen. Das ist immer der Falsche, der hier liegt. Ich glaube, du brauchst ein Bett da drüben. Kann das sein? Soll ich dir dann ein Bettchen reinstellen, dass du ein eigenes hast? Weil, das hier ist mein Bett. Och. Ja, okay. Neuer Tag, neues Glück. Jetzt werden wir erstmal. Oh, zwei Bücher haben wir schon. Das ist ja nicht schlecht. Wir haben neun Eisen, die wir nochmal machen können. Wir haben zwei Stack Kohle mittlerweile. Mal hier mal rein. So, dann werden wir mal die Steine und alles da lassen und dann werde ich mal gucken, ob wir dem Herrn hier nicht. Wie kommst du durch die geschlossene Tür? Oh Mann. Okay. Hier haben wir noch Kobbel. Was denn noch? Einmal Steine auswechseln. Und da wieder Steine reinschmeißen. Hier fehlt einer. Okay, gut. Ja, dann muss ich mal gucken, wie wir dir jetzt hier mal Steine ermöglichen. Ziegelstein finde ich sehr schön. Wartet mal, wir nehmen das hier mal weg. Das würde ich Tatsache gerne als Steine benutzen. Ich habe so eine Idee, wie man vielleicht die Villager alle so unterbringen könnte. Ich bin ja sonst nicht jemand, der so, sollten uns so Schere anschauen, oder? Machen wir eine Schere. Ich glaube, die habe ich nicht. Nein, habe ich Tatsache nicht. Gut, dann müssen wir das hier mal kurz machen und dann wieder alles erstmal in Sticks. Weil wir müssen ja unseren Willi da noch weiter traden. Okay. Kriegen wir da schon eine Hose hin? Tatsache, ich habe eine Hose. Sehr schön. Okay, das heißt, wir können uns jetzt komplett in Eisen einkleiden. Hier haben wir noch Setzlinge.
Dann packe ich meine Hose mal da oben hin. Das ist eine. Müssen unbedingt halt hier geblieben. Nicht weglaufen. Ja, ich brauche ganz viele. Die sind immer noch bei 31. Weil ich brauche so einen verzauberten Bogen. Der wäre nicht schlecht. Okay, das war's schon wieder, oder was? Also, sie würden mir noch mehr abnehmen. Okay. So, warten Sie mal kurz. Ich würde gerne einen Bogen kaufen. Hier geblieben. Ja, ich möchte gerne diesen verzauberten Bogen. Dankeschön. So, dann können wir den nämlich schon mal weglegen. Den möchte ich nämlich dann verzaubern. Das heißt, wir brauchen dann auch später irgendwo Obsidian. Das heißt, wir müssen uns jetzt dringendst mal auf die Suche machen, dass wir Diamanten finden. Das heißt, ich werde mir jetzt auf jeden Fall meine Pfeile habe ich alle noch zusammen. Okay. Das heißt, ich werde auf jeden Fall mir noch ein paar Steine holen. Und dann werden wir mal die Mine weiter exkursionsmäßig besuchen. Ich werde mir ein paar Steine hier holen. Ein paar Koppel. So, weil ich brauche ja Steinaxt, Steinpicker und sowas. Weil wir wollen natürlich nicht das verschwenden hier. So, eine Werkbank habe ich, glaube ich, hinten an der Mine, wenn mich recht entsinne. Und dann sollten wir noch mal. Wir haben noch einen Stack Kohle. Das ist gut. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Holz. So, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen Holz brauchen. Derzeit kann nämlich das Zuckerrohr mal vor sich hin wachsen. Bisschen Holz, damit wir genügend Sticks haben. Oh. Weil wir haben ja hier noch genug Setzlinge rumzustehen. Alles gut. Okay. Es kann sehr lustig werden, wenn wir jetzt auf Diamantensuche gehen. Das wird ein sehr langer Weg nach unten. Warum blubbert hier eigentlich immer einer? Lebt hier jemand in meinem Tümpel? Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Hört ihr das? Dieses leichte Blubbern? Sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam hier. Okay, gut, dann machen wir uns wieder auf den Weg durch den Tunnel. Und werden jetzt mal schauen, dass wir in die Mine runterkommen und vielleicht schon mal Glück und finden unsere ersten vielleicht finden wir unsere ersten Diamanten. Oh Mann, Husten. So, okay, ich nehme mir noch mal eine Schaufel mit runter. Holz haben wir auch genug. Wir sollten uns noch ein paar Fackeln machen. Ah. Als Ersatz. Gut, naja, gut, dann gehen wir wieder da unten und so rein. So, ich möchte jetzt das hier raus haben und so. Okay, gut. Das wird jetzt wieder aufregend. Aua, 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 aua. Gut, okay, also weiter geht's. Wir waren ja noch nicht ganz unten. Da kommen wir ja nicht drum rum. Wir müssen es ja tun. Und war ja, wie gesagt, zwei ja Dinger dauern halt ein bisschen länger hier. Aber wir haben ja Zeit. Wir sind ja nicht auf der Flucht. Wir wollen ja eine Langeweile hier überleben. Und von daher ist alles gut.
Wir sind auf Höhe 13, ne? Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Und ich hatte ja beim letzten Mal schon erklärt, ich habe keinen Shader drin und somit habe ich auch nicht meine Gamma-Mod drin. Das heißt, ich muss extrem ausleuchten. Das heißt, ich passe mein Tempo sozusagen dem Vorhandensein von Fackeln an. Und ich bin echt gespannt, was wir hier unten finden. Wie viel Steinäxte wir hier kurz und klein hauen müssen, damit wir da unten sind. Also viel Eisen haben wir ja noch nicht. Wie gesagt, diesen Tunnelgang mache ich mit Zweierbeleuchtung. Es ja, mag ich halt, weil ich dann weiß, das ist der Haupttunnel. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Okay, wir sollten vielleicht hier an dieser Stelle eine Kammer einbauen. Mal so eine kleine Kammer. Oh, Redstone. Okay, und da möchte ich jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt hier eine Werkbank aufstellen. Eine Werkbank. Wir werden hier mein Bettchen aufstellen. Und wir werden Tatsache uns noch einen Ofen dort aufstellen. Okay. Eine Beleuchtung anbringen. Damit wir nicht immer wieder ganz nach oben müssen, wenn wir eine neue Pickaxe brauchen. Die wird hier gleich hinüber sein. Weil jetzt kommt nämlich das harte Gestein und das hat es halt in sich. Da werden wir viele Pickaxes brauchen. Ich höre schon wieder Fledermäuse. Sollte hier eine. Oh, was sehen wir denn da? Das sieht doch mal gut aus. Das war die richtige Entscheidung, hier reinzukommen. Jetzt wisst ihr warum. Und ich glaube, auf dieser Höhe, habe ich mal vernommen, soll es viel Eisen geben. Das heißt, ich werde jetzt quasi ein Tunnelsystem bauen. Also wir werden hier sozusagen weiter nach unten gehen. Oder in die Richtung. Die Richtung. Ich glaube, wir gehen hier erstmal weiter runter. Ja. Weil ich habe mal was gelesen, dass man auf bestimmten Ebenen bestimmte Steine finden kann. Ah, ich muss mal hier wieder ausleuchten. Ich sehe ja gar nicht. E3 wollte ich es nicht machen, aber ihr seht, gibt es Tatsache Eisen auf der Ebene. Okay. Ich aber trotzdem jetzt hier erstmal machen. Das heißt, hier müssen wir noch einen weiter nach unten, damit wir auf dieser Ebene sind zum Eisen. Das ist sozusagen unser Eisentunnel. Okay. Und hier hatte ich vergessen, noch eine Truhe zu machen. Wartet mal, ich brauche noch eine Truhe. Damit wir zu viel Zeug, was wir hier sammeln, da reinschmeißen können. Dass wir das jetzt hier nicht alles mitschleppen. Bei ein Stack reicht. Ein Boot brauche ich jetzt nicht. Eine Schere bauen wir auch nicht. Die Sticks packe ich mal dahin. Okay, wir haben noch 60 Holz. Das reicht. Okay, gut. Dann machen wir mal weiter und schauen mal, was uns da unten erwartet.
Es ist echt spannend, ob ich eine gute Gegend hier gewählt habe oder ob wir da Pech haben und erstmal stundenlanges Strip Mining machen müssen, obwohl das ja die sicherste Variante ist, um Diamanten zu. Ihr bist. So. Nein. Ja, dann buddeln wir mal. Und ich denke mal, das ist gar keine schlechte Idee, sich hier zwischen. Oh Gott. Es hört sich nicht gut an. Oh, noch mehr Eisen. Sehr schön. Ui, ist ein Gewitter oben. Auweia, hat das gescheppert. Eieiei. Daraufhin muss ich erstmal ein Schlückchen Kaffee trinken. Sorry. Wenn da mal nicht komische Reiter gespawnt sind. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich will gar nicht wissen, was da oben jetzt los ist. Meine armen Villager. Aber schaut mal, so viel schönes Eisen. Das können wir gleich alles schon mal nach oben bringen. Also in unsere Zwischenetage. Und, ich geh mal schlafen. Das scheppert mir ja ins Ohr hier. Oh, weia. So, ich hoffe, wir haben es überstanden. Ich werde schon mal beigehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Und schon mal das erste Eisen hier machen. Denn wieder ein paar Steine hier wegbringen. Weil, wie gesagt, die Steine sind natürlich ganz, ganz wichtig. Ich habe mir noch genug Picken, brauche ich noch ein paar. Wir machen uns mal ein paar. Weil wir nicht immer hochrennen müssen. Okay, das muss reichen. Gut, dann machen wir mal weiter. Ich krieg ja schon richtig Kopfschmerzen von dem Geballer da oben. Und ich hoffe mal, dass meinen Willis nichts passiert ist. So, fleißig geht's weiter. Wie lege ich eine Mine an? Und wie gesagt, ich werde heute ein bisschen strip minen. Notfalls, wenn wir jetzt hier nichts finden sollten. So auf dem Weg. Wir müssen nämlich auf minus 58 runter. Es ist echt der Wahnsinn. Also das kann noch eine Weile dauern, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Wir sind nämlich schon auf minus 1. So, und hier wird es halt logischerweise mal dunkler. Das heißt, ich werde ab jetzt immer nur eine Fackel setzen, weil sonst haben wir nämlich bald keine mehr. Falls wir nämlich eine Höhle kriegen, die wir ausleuchten müssen, ist das nämlich ziemlich problematisch, wenn wir da nicht genügend Fackeln haben. Erschreckt euch nicht, wenn zwischendurch immer meine Steinäxte hier kaputt gehen. Ei, ei, ei. So, wieder Licht machen. Ihr seht, es ist wesentlich dunkler bei diesem Stein hier. Als mir das lieb wäre, aber der könnte sich ändern. Das spielen wir original Vanilla und ohne Mods. Wie gesagt, das Einzige, was ich nutze, ist halt meine Map, damit ich mich ein bisschen orientieren kann, weil das wäre schon etwas peinlich. Ihr wisst ja, ich hab's nicht mit dem Orientieren so. Und ich würde mal sagen, ich buddel noch ein bisschen weiter jetzt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Jo, bis dahin. Alles Gute. Tschüss.